Und schon geht es auch schon wieder weiter mit der nächsten Runde House Flipper. Heute das zweite Apartment aus dem Lunar New Year Update. So gehen wir einmal hier rüber. Filtern das einmal auf Cyberpunk. Das habe ich schon gemacht. A Room for Enhancements. Okay. Bin gespannt, muss ich schon sagen. Oh, okay. Gut. Dann geht's da mal hin. Und los. Okay. Als erstes. Ja, fällt mir direkt auf. Auch hier fehlt die Musik. Okay. Das ist die. Okay. So, erstmal. Wo ist denn hier? Haben wir hier auch einen Lichtschalter da? So. Ja, das hat jetzt nicht wirklich gebracht, aber. Heieiei, okay. Also, wie viel. So wirklich viel Licht bringt das ja nicht, muss ich sagen. Einmal runter. Oh, was gemacht? Verwirrend. Nee, eigentlich ist hier an. Ach da, so ein ganz klein bisschen Licht, okay. Upsi. Okay, Entschuldigung. Machen wir das auch mal an und dann machen wir das auch mal an, dann haben wir ein bisschen mehr Licht. So, okay. Einfach nur ein offener Raum. Kann man das hier irgendwie. Guck mal. Muss man aber auch erstmal wissen. Das sind die, die sich tollerweise öffnen lassen. Ah, ich hänge fest an einer Blume. Hilfe. So. Okay, das ist natürlich schon cool, ne? Also es ist eine geile Aussicht. Das kann man jetzt einfach mal so sagen. Cool, okay. Dann geht's hier rüber. Schick. Finde ich klasse. Dann haben wir hier das Schlafzimmer und hier das Bad. Oh, so hell. Auch hier ist nicht wirklich viel mit Licht. Hilfe. So, ja, gut, okay. Also an Licht müsste man hier definitiv mal arbeiten, aber generell werde ich das auch etwas heller gestalten, denke ich. Okay. Ist recht einfach gehalten. Hier unten ist das Wohnzimmer. Da ist das Schlafzimmer und das Bad. Und hier oben dann die Küche. Wäre natürlich cool, wenn man hier noch ein Fenster reinmachen könnte. Werden wir sehen, wie weit das geht. Ja, nicht schlecht. Okay. Ich werde dann jetzt erstmal aufräumen, putzen und alles, was mir nicht gefällt, verkaufen. Und dann gucken wir mal weiter. So, und da sind wir dann auch schon bei der Aftertour. Ihr könnt direkt auf den ersten Blick sehen, ich habe einiges gemacht. Ich hatte vorhin schon hier die Wände rausgerissen. Einfach weil ich es blöd fand, dass da ja kein natürliches Licht reinkam. Nicht, dass von draußen Licht reinkommt, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe mir stattdessen aus dem Workshop diese Steine geholt, die durchsichtig sind. Die verlinke ich euch auch wieder unten. Finde ich genial. Passen genau von der Höhe her. Und damit das Ganze etwas heller wird, weil es ja doch sehr gelblastig ist, habe ich das Ganze hier weiß gemacht. Ich habe alle neuen Wallpaper benutzt und habe die Küche selbst auch weiß gemacht. Ah, okay. Die habe ich jetzt behalten, aber das ist das nicht cool? Männchen habe ich noch nie vorher gesehen, der ist total cool. Finde ich klasse. Macht man so aus, dann kann man das so machen. Nicht klasse. Finde ich einfach toll. Anyway, natürlich dürfen die holographischen Pflanzen auch nicht fehlen. Ich habe ganz viel andere Lampen gemacht, weil das halt so einen Gelbstich hat, sowieso in dem Apartment. Hier oben ist es jetzt etwas besser geworden, aber ja, es ist schwierig. So, dann gehen wir einmal runter. Auch hier ist immer noch ein Gelbstich vorhanden. Die Treppen habe ich geändert.
Fand ich total cool, weil man hier verschiedene Möglichkeiten hat. Zum einen, ich mache euch mal das Licht aus. So. Kann man das Holz anpassen? Moment. So, dann kann man hier verschiedene Holzsorten sehen. So, dann die Grundlagen. Base halt. Bin aber überlegt, ich glaube, ich lasse sie so. Und dann kann man halt hier die Farben durchvariieren. Lass die auf weiß, weil ich das besser finde und ändere das jetzt nochmal tatsächlich zurück, weil mir das ein bisschen besser gefällt. So, dann habe ich die Bücher beibehalten, andere Regale, alles so ein bisschen geändert. Hier unten habe ich einen kleinen großen Baum hingetan. Das sind die aus dem Cyberpunk, die ganzen Möbel. Was ich ja total cool finde, man kann das hier wirklich so zumachen. Das finde ich klasse. Ja, cool. Also, tatsächlich habe ich die Bücher jetzt so dekorativ einfach stehen lassen. Ich will die jetzt aber mal ein Stück weiter rüberziehen, damit die da nicht vor dem Fernseher hängen. So ist ein bisschen besser. Einfach weil es cool aussah und ich keine Ahnung habe, wohin sonst mit denen. So. Aussieht nicht klasse. Dann habe ich hier eine Tür eingesetzt, die war vorher nicht da. Ich habe das Chill da oben eingesetzt, das so platziert ist, dass es tatsächlich immer an ist, egal in welche Etage ich gehe. Das ist ganz cool. Und dann habe ich das Schlafzimmer etwas geändert. Das Bett stand ja da und nimm. Habe ich so ein bisschen umgestellt. Alles auf weiß getrimmt natürlich. Schick. Ja, und dann gehen wir mal ins Bad. Hier habe ich die Toilette geändert, oh, die zwei Sachen hingestellt und die Spiegel ersetzt und die Lampen natürlich. Etwas, was ich auch gemacht habe, ist tatsächlich die Decke hier weiß gemacht. Das habe ich mit, das sieht man hier, habe ich es nicht gemacht, aber im Bad und hier im Schlafzimmer habe ich es gemacht. Auch wieder mit Workshop-Items. Mal gucken, kann man die jetzt noch sehen? Weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh. Nein, okay. Und zwar waren das hier diese Workshop-Platten, die man dann so hinlegen kann. Da oben kommt man so wahnsinnig schlecht dran. Ja, klar, könnte ich mir die jetzt hier hinmachen oder da. Ich mache es jetzt nicht, weil ich keine Ahnung habe, wie ich es wieder wegkriege. Das macht den ganzen Raum halt auch schon nochmal freundlicher. Würde ich das hier aber überall an die Decken machen wollen, hätte ich dann das Problem, dass ich tatsächlich dann eine Leiter dafür bräuchte und wenn nicht sogar ein Gerüst. Und das finde ich halt blöd, also habe ich das gelassen. So, das ist es eigentlich auch schon. Ich finde die leuchtenden Bilder so cool. Das war es auch schon. Die Bilder habe ich tatsächlich schon gemacht. Und ja, dann müssen wir jetzt nur noch verkaufen. Wegen der Küche. Da ist es jetzt tatsächlich nicht zu 100% rausgekommen. Hätte ich jetzt zum Beispiel diese Klötze hier weggelassen und die Küchenzeile bis zu dem Rand erweitert, wäre es wahrscheinlich genau hingekommen. Mit einem Schränkchen mehr. Aber ich fand diese Bauklötze tatsächlich interessanter. So. Dann wollen wir doch mal gucken, was das gibt. Oder ein Auction. Ich bin ja mal gespannt. Ja, ich habe sehr viel ausgegeben, weil ich ja auch so viel Unsinn gemacht habe am Anfang mit der Küche. Wir werden mal schauen. Schon mal nicht Family Johnson, das ist toll. Ausgerechnet die? Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Ah, okay, ja gut, die sind etwas knauserig, aber das ist eine coole Zahl. Gucken wir mal. Yeah, sehr gut. So, der obligatorische Screenshot folgt. Und dann gucken wir mal. Ich bin gespannt. Ich habe extra vorher Bilder gemacht. Das habe ich beim anderen Apartment nicht, weil ich nicht wusste, inwiefern es hier Bilder gibt. Das sind schon mal zwei. Das ist ja schon mal was. Okay. Schön, ja gut. Dann finde ich schon mal nicht schlecht. Ja, super.
So, und da sind wir auch schon wieder bei der Musik, die jetzt gefehlt hat. Ich weiß gar nicht, ob das Absicht ist, dass die Musik fehlt oder ob die das einfach vergessen haben. Keine Ahnung. Merkwürdig. Anyway, das war dann auch schon das zweite Apartment aus dem Lunar New Year Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir bitte euer Feedback in den Kommentaren da. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, lasst mir ein Abo da und klingelt das Glöckchen, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich das nächste Video hochlade. Und bis dahin würde ich sagen, bleibt gesund, freue mich, wenn ihr wiederkommt. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss!